think Hoodle senses something. Ach, dieser Hoodle. That makes 4 out of the 5 realms that I've visited now. I wonder what kind of lord we're gonna find there. It doesn't matter. If they try to get in our way, we'll take them down and that'll be that. Was ist los, Winwell? Es gefällt mir nicht. I won't forgive you. Armor won't save you. Glacial spear. Here the everlasting dawn. If they rush you, you gotta let them come. Astral energy. Say no more. Shot. Well done. Hold up. Is this as valuable as I think it is? Nein. Wir müssen nachher nochmal die Nebenaufgaben, oder? Das machen wir. Oh, oh, oh. Let's see what you've got. Megasonic Where are you going? Photon, get in the wind! Begin! Submarine wind! Catapult! Starter! Take it! It's time! My turn! Here I come! Lightning Rising condemned! Falcon! Glacial spear! Piercing Not eagle! Today. Er macht, glaube ich, diese Erdangriffe, oder? Hoodle. Das ist meins. What's this thing? Okay, Hoodle freut sich hier schon wie die Schnitzel da oben. Tschüss. Maybe something's going on in the forest. Nein, geht es nicht. Trust me. I'm a genius. Let's dispose of the trash. Mind if I do? Crud, anything. Freeze, come one, come all. I'll smash you. Eternal devastation. Schade, dass sie nicht alle mitkämpfen. Würde ich irgendwie cool finden. Right. No time to hold back. That could easily be fatal. Just as well, I'm here to stop. No further. Your power is... I'm not trying to be dramatic with it. I'm practically unstoppable. A fish. You... Ich glaube, wir können jetzt angeln. Wollen wir sein Stäbchen haben? I didn't realize there was a pond here. Yeah, this is Taka Pond. And it happened to have saved my life once upon a time. What do you mean? As a kid, I survived life under the past lords by escaping here when I needed to. It's terrible to swim in, but great for catching a bite for dinner away from Renan eyes. Bear in mind, our rations back then weren't enough to live off of. You had to take matters into your own hands if you wanted enough food to survive. But how did you catch them? With your bare hands? That might take a while. Fish are prone to swim away at the first sign of trouble. I'd put bait or a lure on a line and use it with a fishing rod. You must not be familiar with fishing if this sounds new to you. Here, let me show you how it's done. Oh Gott, angeln. Angelspiel! Ja, wir sind alle sehr begeistert darüber. Cool. Zusammenfassung. In ganz Dahan liegen Angelstellen verstreut, die verschiedene Fischarten bieten. Nutze deinen Fang zum Kochen, verkaufe ihn für Geld und schalte sogar neue Titel damit frei. Also pack die Angel aus, wenn du neue Angelstellen findest. Das Angeln besteht aus 4 Schritten. Leine auswerfen, Fische anlocken, Fische anbeißen lassen, Fische einholen, Fische totprügeln, Fische qualvoll ersticken lassen. Der ganze Kram halt. Mehr Informationen zu diesen Schritten findest du unter Schritte. There's a nice breeze here. Ja, glaube ich. Egal. Ja. Cool. Ja. Wie werfe ich denn aus? Ach da. Los, hey, Pokémon. Hui, was muss ich tun? Keine Ahnung. I have not even a single fucking idea. Hm.
we go. Ich. Was? Okay, okay. Oh Gott, das war schlecht. That was disappointing. Wow, das klingt nach so unsagbar viel Spaß, dass ich mich kaum halten kann, so viel Spaß zu haben. Oh mein Gott. All right. Gotcha, bitch. Boy, that's a bit of a letdown. Nice work. Leck mich fett, hab ich Spaß. I've got something. Ja, ein Fisch. Meine Güte. Ist aber, glaube ich, langsam raus. Hurra! Komm her, Fisch. Boy, that's a bit of a letdown. Looks like a pretty energetic fish. Ja. It looks like. I've got something. I have no idea what I'm doing here. Wir haben Fisch. Anybody could reel in that. Von wem nur ein Barsch raus oder was? Ja, leck mich am Barsch, Alter. Bisschen Barsch haben wir oder was? Ja. Jetzt sag mal was anderes. Wird das schon wieder nur ein Barsch? Oder so, keine Ahnung. I have no fucking idea. Sehr gut. Glaube ich. Denk mich fett, Mann, wir überfischen den Teich mit Barsch. Wir überfischen den Teich mit Barsch. Kriege ich aber auch nicht die anderen. Kriege ich auch mal die anderen. Für den anderen Fisch auch mal. I've got something. Keine Ahnung. Scheiße, war schlecht. Verdammt! Haben wir ihn aber. Jetzt kriegen wir deine Mutter, Alter. Nice. Ist jetzt wieder ein Barsches, ne? Anybody could reel in that. Not too shabby, friend. Das ist immer ein scheiß Barsch.
Baschen übel, oder nicht? Hakuna, ich will mal was anderes fangen, außer einen Arsch, ey, Barsch. There we go. Das ist jetzt aber was anderes als ein Barsch. Das ist ein Hecht. Das sehe ich. Seine allgemeine Daseinszeit. So, jetzt aber, das ist kein Barsch. Naja, gut, das ist eine Karateforelle. Naja, wir haben mal eine Karateforelle gefangen. Cool. Ja, leck mich fertig. Ich kann mich kaum halten. Das war zu viel Spaß auf einmal. And that's all there is to it. Wow. It seems like you need to have good reflexes to catch anything. I don't know if it's really for me. Kisara? I think I've seen enough. Oh, sorry. I guess I'm just in my own little world when I go fishing. Looks like we're going to be here for a while. That's how fishing goes. You wait for a bite, and then the real battle begins. Miguel told me that different fish live in different regions, and you have to pick the right rod and lure for what you're hoping to catch. But that doesn't change the fact it's a giant time sink. Of course, each fish has its own unique flavor, too. And some of them are supposed to be extremely delicious. Da hast du sie. When you put it like that, maybe it's worth me trying my hand at fishing after all. You're just in it for the food. I was hoping we'd get to fish during our travels. And it just so happens I made sure to grab my brother's old rod before I left Vicente. So, if you ever feel like fishing when we've got a little downtime, just let me know. Good to hear. Thanks for showing us. Yay. Fish, okay. Was ist das jetzt? Hey, du scheinst zu wissen, wie man mit einer Rute richtig umgeht. Ja, komm, kein Genitalwitz jetzt. Ich angle schon lange und habe mittlerweile richtig gute Ausrüstung. Ich teile sie mit euch, wenn ihr mögt. Ich hätte als Gegenleistung gerne nur eine Sache. Ich bitte nur darum, mir Aufzeichnungen von jedem gefangenen Fisch zu zeigen. Je mehr ihr fangt, desto mehr Ausrüstung werde ich euch geben. Wenn ihr irgendwas braucht, ich bin da, immer da. Habt keine Angst, herzukommen und mich anzuquatschen. Der Angelexperte am Talca-Teich bringt dir die Grundlagen des Angelns bei, zeigt ihm dein Angelnotizbuch für Tipps, wo du Fische findest, die du noch nicht hast. Er schenkt dir neue Ausrüstung, je nachdem, wie viel du gefangen hast. Miguels Angel, Anfänger proper. Yay, Angeln. Cool. Was soll es Besseres geben als Angeln? Sieh an, was willst du denn wissen? Hier, mein Notizbuch. Mal sehen, du hast bisher also zwei Fischarten gefangen. Panorama-Hügel, Frosttal, Talca-Teichweg. An diesen Orten hast du noch nichts gefangen. Warum gehst du nicht mal vorbei und schaust, ob etwas anbeißt? Wenn du noch einen mehr fängst, bekommst du etwas anderes von mir. Also schön weitermachen. Willst du sonst noch was wissen? Ja, wie kann ich mich umbringen, wenn ich angeln muss? Cool. Wir können jetzt also angeln. Ja, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich bin hocherfreut. Aber ich bin wirklich hocherfreut. Ey, geil, endlich angeln. Krass. So, bevor wir jetzt aber weiterziehen. Was ist hier denn los? Warum liegt denn der so rum? Den heile ich einfach mal. Puh, ihr habt mir das Leben gerettet. Jetzt kann ich mich wieder meiner Miss... vergesst, was ich gesagt habe. Geht nur weiter. Infanterieschild. I'm always amazed what healing arts can do. Just doing my job. No need to thank me. Sie hat ja auch nicht gedankt. Sie war nur davon beeindruckt, was es kann, Healingsarte. Okay, Infanterieschild. Okay. Es sieht cool aus, ja. Es passt ja hierzu, aber es ist, glaube ich, auch ihr Schild, was sie so hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe jetzt hier essen.
Is it just me, or have those two barely spoken a single word to one another? I know, right? But after everything that happened with Magal, is it really any wonder? Kinda puts a damper on the whole journey, though, huh? How long do you think they're gonna keep this up? If it bothers you that much, why don't you ask them? Why do I have to ask? How come you walk together like that? She really doesn't beat around the bush. You mean Kisara and myself? You hadn't noticed? You've been practically joined at the hip ever since we left Vicent. I guess it's force of habit, most likely. I was always ready to protect him, should the need arise. It sort of came with the job description. Right. From being in the Elder Menencia Guard. Although, Dohalim's pretty capable of defending himself, isn't he? Having guards doesn't necessarily mean the one being guarded is weak. No one's perfect all the time. Even so, it's not like they're entirely wrong, Kisara. You're no longer in my employ, after all. I don't know. I mean, if it's what she's used to and you're both comfortable with it, then who are we to judge? But she doesn't serve him anymore. It isn't normal for her to keep following him around like she still does. You know, she's probably right. And a lot has changed over the last few days. I guess it wouldn't hurt to rethink our relationship in light of the new circumstances. Perhaps I'll give it some thought, after all. Does that sound all right by you? Of course. You might want to stop asking his permission for every little thing while you're at it. Sorry. It's not that easy, shaking off old habits. I'll probably need a little time to get fully used to it. Winwell ist so unsagbar hart rassistisch, die kann ich gar nicht mehr mitnehmen. I've noticed that sometimes we come across enemies who fight like you and try to dodge our attacks at the last second. I hate those guys. I can get some hits in when they move in to attack, but otherwise they slip past damn near everything else I throw at them. If what you're seeking is a way to more reliably hit them, there is a solution. Try to outclass them on reflexes? I possess the ability to command Earth elemental beings to some extent. They emerge as the land itself and take root on my command. They will swiftly bind the enemies, at which point you can dispatch them. Huh? What he means is that he can make plants grow to hold the enemies in place. At least I think that's probably what he's saying. I'm glad at least one of us understands him. So basically, if we find an enemy that likes to dodge, we should let Dohalim handle it. I shall do what I can within my modest means to help. Schnellreiselager, hier werden wir auch gleich speichern. Vorher gucken wir nochmal Zubehör herstellen, weil ich habe für jemanden noch nicht maximale KP, erhöhte Aggression. Läuft. Den Bauernhof müssen wir auch mal wieder aufsuchen. Quatsch mich nicht an, Mädel. So, wir haben nämlich für hier Prinzessin Wackeldackel noch nicht so ein Ding hier. Try on something new. Ich kann noch mal bei Waffen gucken. Ja, es gibt wieder was, aber wir können uns nichts leisten. Beziehungsweise wir haben nicht die Gegenstände dafür. Hier haben wir Gegenstände. Nope. Bei allen nope. Nope. Hier haben wir noch ein großes Schild. Ja, komm. Machen wir uns pleite damit, ist doch egal, wir haben genügend Geld. Gehe ich nochmal zum Bauernhof. Krieg Schweine. Was? Die im Stehen schlafen können. Mit ihren mächtigen Hinterbeinen können sie... Ja, ich nehme dann einfach mal Pferde. Klar. Schön lecker Pferdefleisch ist doch auch mal was, oder nicht? Lecker Pferdefleisch ist auch mal was. Kann man auch mal machen. Finde ich.
Und die Fische verkaufen? Nee. Ich meine, nice, dass du sie so verkaufen kannst. Kannst du Geld mitmachen, aber... Ich glaube, das ist so besser, oder? Why are you looking at me like that? That armor you wear is standard issue for the Menencian Guard, right? Originally, I've added some flair to it in a lot of places. I noticed, especially with that open back. We guardsmen pride ourselves on never showing our back to our enemies. It's my way of making myself live up to that. Plus, it makes it that much lighter and easier to maintain. Hmm. Dohalim, do you have anything to say about this? Every guardsman is allowed to wear their armor as they see fit. And you, La? Huh? Why are you asking me? Ja, da stellt sich jetzt scheinbar das... Okay. Vorm Ausruhen kochen. Kann ich nochmal in die Erinnerung gucken. Die letzten Dinge haben wir alle gefunden. Voraussichtlich, dass es nach der Reihenfolge... Vor dem Ausruhen kochen? Nee, wir haben, glaube ich, noch das andere. So, mit Law, Kisara und Dohalim. Ich rede mal mit Kisara. Kisara, let's talk for a bit. Weil das ist eine Frau und... Maintaining your shield? It's becoming a familiar sight. Migal was the one who taught me how to maintain my equipment after I first joined the guard. Now, it's just a part of my routine. Your brother always seems to come up whenever I talk to you. That's because we had no other relatives. So it was just the two of us growing up. He was my idol. The one I looked up to and wanted to be like. When I became a guardsman, Lagiel wasn't too pleased to see me at first. It was Migal who really welcomed me aboard. Lagiel? Oh, right. She was Migal's second in the Gold Dust Cats, wasn't she? That's right. She's always been a very critical and down-to-earth person. In other words, the complete opposite of a dreamer like me. You're more an idealist than some pie-in-the-sky dreamer. Even so, that's my brother's doing. He'd never let me stop seeing a brighter world. He always did what he could to keep me smiling and happy. You must have meant a lot to him. He wasn't just kind, either. He always worked so hard to set an example for me and everyone else around him. He was a true big brother. So much so that when he thought I was asleep, he'd slip out of the house to go training on the outskirts of town. You seem to know a lot about it. That's because I only pretended to be asleep and would follow after him. Hmm. You know what? I'm at a good stopping point with my shield. If you've got time, how about I tell you a couple more Migal stories? I guess I'd better get comfortable. Das ist genau das, was ich hören will. Geschichten über den großen Bruder. See you tomorrow. Danke fürs Vollquatschen. So, wir machen jetzt aber auch Feierabend, weil ich habe euch jetzt ja auch... Ich habe nochmal Pipi gemacht, ja. Also wir können los. Aber wir machen jetzt Feierabend. So, ja. Beim nächsten Mal nähern wir uns dem nächsten Lord Artefakte. Cool. So begeistert von Fischen, ne? Ich weiß, ich kann mich immer kaum halten. So, wir machen jetzt Feierabend und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.